Hallo Leute und herzlich willkommen zur neuen Folge Klimmunity, das erste Mal aus unserem neuen Studio. Und ja, ist halt ein wenig, aber das kriegen wir auch noch gelöst. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was für ein Studio? Klimm, wo bist du überhaupt? Das hier ist im Wohnzimmer und das hier haben wir gebaut und wir haben generell unsere ganze WG so ein bisschen erweitert und verbessert und so weiter und so fort. Und dazu habe ich ein paar Sachen aufgenommen. Nichts, was zusammenhängt oder so, ein paar Schnipsel und die möchte ich euch jetzt mal ganz kurz zeigen. Ab zu Robi. Guck mal, Sinus ist zurück. Wir waren fleißig einkaufen, haben ein paar Leisten geholt. Was haben wir noch geholt? Steckerleiste. Gefäße. Und eine Sache bei Jan machen wir noch nicht, aber... Was geht ab, Simon? Wir haben mir gerade die ganze Tube reingemacht. Ernsthaft? Jetzt finden wir das Loch. Okay, da ist der Ikea. Das ist der Zander, Alter. Geil, was ist denn hier? Din, 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 din. Zinotz ist natürlich auch da und... Alter. Ich möchte nicht gefilmt werden. Jedenfalls müssen wir ein paar Möbel einfach nur raussuchen. Wir wissen schon, was wir haben wollen. Also einfach finden und mit den Nummern aufschreiben auf diesen coolen Zettel. Ne? Ihr wisst schon, was ihr haben wollt? Ja. Haben wir schon online alles. Ihr könnt es doch rein theoretisch dann alles bestellen und liefern lassen. Wir brauchen auch noch Deko. Das geht nicht lieferbar, glaube ich. Das geht auch lieferbar, aber wir wissen noch nicht, was wir Deko haben. Ah, okay. Aber wir wissen, welche Möbel wir haben. Okay, das ist korrekt. Genau, und deswegen würde ich sagen, gehen wir mal los. Pflanzen. Die sind echt, Leute. Echte Pflanzen, die im Ikea haben wir gekauft. Ja, ja, darf ich voll. Ein Möbel, weiß ich auch. Ja, drei Mega. Unsere Sachen kommen erst Donnerstag, aber ich glaube. Da sind Möbel. Da sind Möbel. So, ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wie gesagt, es war einfach nur random aufgenommen. Einfach nur so ein bisschen, damit man was festhält, sag ich mal. Und jetzt sind wir natürlich in einer ganz normalen Folge Community. Das heißt, ich beantworte erstmal eure Fragen. Gleich kommt auch noch eins Gast. Und wir packen was aus, was mir zugeschickt wurde oder was uns zugeschickt wurde hier für das Studio. Und ich würde sagen, wir fangen aber erstmal mit den Fragen an. Und zwar kommt die erste Frage von Sam Gary. Und er fragt, was ist eigentlich mit dem Spiel, was du mal im Livestream programmiert hast? Also dieses Bomb It. Und das ist eine ganz einfache Angelegenheit. Das Bomb It habe ich programmiert, weil ich in der Zeit im Praktikum war und das meine Praktikumsaufgabe war quasi. Und ja, die habe ich abgeschlossen. Ich bin fertig gewesen und Bomb It sollte rauskommen. Es gab dann aber intern ein paar Komplikationen, möchte ich hier auch alles nicht erwähnen, also nichts Schlimmes oder sowas, aber es hat sich alles verzögert und deswegen weiß ich nicht, ich kenne die aktuelle Situation, ich komme das noch raus, kommt das nicht raus, aber rein theoretisch sollte es demnächst mal rauskommen, hoffe ich jedenfalls. Alles klar, kommen wir doch mal direkt zur nächsten Frage und die kommt von Powershot und Powershot schreibt, Moin Patrick, wann kommt eigentlich das Craft Attack 4 Finale? Ich warte schon sehnsüchtig darauf und ich glaube, ich spreche dabei allen anderen Fans aus der Seele. Wollte nur mal nachfragen, würde mich über eine Antwort freuen. Und ja, da sieht es ganz gut aus eigentlich. Ich habe die Folge nicht nur geplant, ich habe die Folge auch schon aufgenommen und fertig geschnitten. Das heißt, die Folge liegt fertig auf meinem Rechner. Ich weiß nur noch nicht genau, wann sie kommt. Übrigens, wir haben da voll den coolen kleinen Weihnachtsbaum. Den wollen wir auch noch dekorieren. Ich weiß noch nicht, wann wir das machen. Und da ist ja auch noch ein kleines Klümmbild. Also wenn ihr was habt für unser Studio, könnt ihr uns das gerne zuschicken. Das Problem ist noch, dass das noch nicht wirklich funktioniert. Wir denken uns da aber was aus, dass wir eine Adresse einrichten, wo ihr was hinschicken könnt. Das wäre nämlich ziemlich, ziemlich cool, wenn es da was geben würde. Aber machen wir erstmal weiter mit den Fragen. Die nächste Frage kommt von Weihnachtsfliphead auf dem Discord. Und er fragt, wie gefällt dir dein neues Studio, wenn wir gerade dabei sind? Ja, es ist ja nicht mein Studio, es ist ja das Zim-Studio, das Studio von Zinus und mir zusammen. Und ich muss sagen, es gefällt mir ziemlich, ziemlich gut. Es ist noch teilweise ein bisschen leer, da haben wir ein Regal, da ist noch ein bisschen Fläche frei, da haben wir noch ein bisschen Fläche frei. Das muss auf jeden Fall noch gemacht werden, aber ansonsten gefällt mir das Studio sehr, sehr gut. Den Tisch hier kann ich gut für Cook-Videos verwenden oder generell für alle möglichen Videos. Ich finde das Studio richtig geil. Und diese Tasse finde ich ebenfalls richtig geil. Gibt es in meinem Merch-Shop. Wow, wie konnte ich die Frage zu einer Werbung für Merch machen? Wenn wir gerade dabei sind, hallo Leute, das Design gibt es nur noch dieses Jahr. Nächstes Jahr wird es nicht mehr geben. Das ist ein sehr cooles Design. Ich mag es sehr gerne. Und gerade mit diesem rot-grünen Hoodie finde ich das extrem geil. Und die nächste Frage kommt von Dom Bro und er schreibt, Tage seit der Ankündigung für das Craft Attack 4 Finale 33. Das hat er vor 2 Monaten geschrieben. Ich glaube, ich sollte wirklich mal langsam Craft Attack 4 hochladen, oder? Ich meine, es ist fertig. Das kommt auf jeden Fall nächste Woche. Die nächste Frage kommt von der Weihnachtsluna und sie fragt, auf welches deiner bisherigen Bauprojekte aus allen Craft Attack Staffeln bist du am meisten stolz?
Und ja, schließen wir erstmal Sachen aus. Craft Attack 1 war nicht wirklich was Krasses dabei. Craft Attack 2 auch nicht. Craft Attack 3, die Höhle, war schon ziemlich geil. Ich mag die nach wie vor ziemlich gerne, auch diese unterirdische Dschungel, den ich da damals gebaut habe. Richtig geil. Craft Attack 4, der Turm war schon ziemlich geil. Die Unterwasserbase war auch mega geil. Craft Attack 5, der Turm, den wir gebaut haben, auch ziemlich geil. Aber der Park ist noch nicht fertig, von daher fällt Craft Attack 5. Wobei, die U-Bahn ist auch mega krass. Mein Lieblings aus allen Staffeln. Mein Lieblings aus Staffel 3 wäre diese Höhle. Mein Lieblings aus Staffel 4 wäre die Unterwasserbase. Und mein Liebling aus Staffel 5 wäre die U-Bahn, glaube ich. Und insgesamt fand ich die Höhle aus Craft Attack 3, bin ich da am meisten stolz drauf. Weil ich das damals innerhalb von einer Folge gebaut habe. Die 100. Folge Craft Attack 3 war richtig krass, Leute. Aber Leute, ich bin mir auch sicher, dass wir in Craft Attack 5 etwas bauen werden, was das Ganze nochmal übertreffen wird. Die nächste Frage kommt von Weihnachtskeks Coco und sie fragt, willst du uns nicht mal wieder deine Brückenbaukünste zeigen? Und das würde ich übel gerne machen. Das Spiel ist einfach richtig geil. Ich überlege mir das sogar vielleicht mal ein oder zwei oder dreimal in der Woche auf YouTube zu bringen. Auf jeden Fall wieder auf Twitch. Ich will das auf jeden Fall wieder auf Twitch machen. Generell möchte ich sehr viel mehr auf Twitch setzen nächstes Jahr, als es jetzt der Fall ist. Das heißt nicht, dass ich YouTube vernachlässigen werde. Das heißt nur, dass ich Twitch noch mehr zusätzlich mache. Weiß nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll, aber das kriegen wir schon alles hin. Brückenbaukünste will ich auf jeden Fall in Zukunft wieder machen. Die nächste Frage, die vorletzte Frage, kommt nochmal von Weihnachtsflipper und er fragt, willst du mal eine Roomtour mit Augenmerk auf Technik machen? Und das würde ich gerne machen, mal meine ganze Technik vorstellen, was ich so habe zum Let's Play, zum Aufnehmen. Ich würde gerne mal so eine Folge machen, wie entsteht ein Let's Play bei mir, und da würde das ja relativ gut reinpassen. Also ja, ich hätte schon Bock darauf. Mal gucken, ob ich es auch irgendwie umgesetzt kriege die nächsten Tage. Aber nächstes Jahr auf jeden Fall sehr, sehr gerne eine Roomtour, die auf Technik bezogen ist, weil da hat sich auch einiges getan in letzter Zeit. Und die letzte Frage heute kommt von Mini Drachin und sie fragt, hast du mal wieder was anderes zu Let's Playen? Hast du vor, mal wieder was anderes zu Let's Playen, außer Minecraft? Und ja, das würde ich sehr gerne tun. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Polybridge auf jeden Fall eine Sache. Planet Coaster würde ich auch sehr gerne mal wieder machen. Aber sowas wird hauptsächlich auf dem Twitch-Kanal stattfinden. Auf YouTube möchte ich das unbedingt auch wieder machen, was anderes als Minecraft. Aber das wird wahrscheinlich limitiert sein auf ein anderes Spiel neben Minecraft. Ich werde eventuell später mal mehr andere Spiele außer Minecraft auf YouTube spielen, aber nächstes Jahr will ich auf jeden Fall damit anfangen, und anfangen werde ich mit einem weiteren Spiel neben Minecraft, und das wird ziemlich cool, und ich denke mal, da werden sich auch einige von euch freuen. Und jetzt haben wir noch was vor, denn wir haben was zugeschickt bekommen für das Set hier, und das werde ich zusammen auspacken mit dem Zinnutz. Yo, Zinnutz, was geht ab, Mann? Hi! Oh, Freunde, was geht ab? Hallo, der Zinnutz! Ich hab's direkt mitgebracht. Guck mal, danke, das ist nett von dir. Hast du einen weiten Weg zurückgelegt jetzt? Ja, von hier nach hier. Es war krass. Es lag vielleicht genau außerhalb des Bildes. Ich hab was mitgebracht, Zinnutz. Das ist mein offizielles Unboxing-Messer. Und es ist ein Schweizer Messer. Es ist einfach viel zu groß. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst, wenn ich damit irgendwas aufmache. Ja, guck mal, das Messer ist mega. Pass auf, soll ich es machen? Ich ja, bin bitte. Der Schweizer. Du bist Schweizer, du kannst es besser. Ich kenne mich damit ein bisschen aus. Hm? Boah, Alter, gut zugeklebt auf jeden Fall. Also eins muss man JFK Faker lassen. Er macht, was Klebeband angeht, keine Kompromisse. Keine halben Sachen. Keine halben Sachen. Also wenn, schon ganz oder gar nicht hier. Meine Herren, ey. Oh, okay. Mein Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier, ich weiß, was drin ist. Sieht man das überhaupt von hinten? Ich meine, sieht man so Köpfe dann gar nicht mehr. Auf jeden Fall schon ein, alter geil, Karton. Alter, nice. Und ein Brief. Ein Brief. Den lese ich mal vor. Hallo Patrick, hallo Jan. Das sind wir. Wie im 48-Stunden-Team besprochen, sende ich euch zwei kleine Lego-Modelle. Viel Spaß beim Zusammenbauen. Sollten Teile fehlen, entschuldige ich mich. In Klammern, beim TIE Fighter ist mir mindestens eines abhanden gekommen. Ist aber kein wichtiges Teil gewesen. Ein paar Teile könnte auch etwas verstaubt sein. Sie standen einige Zeit bei mir rum. Über ein Unboxing würde ich mich freuen. Ja, alle, auf jeden Fall Unboxing mein Stüssel. Vielen, vielen Dank dafür. Frohe Weihnachten. Alter, Zeitung. Geil, erstmal lesen. Guck mal hier, Autoanzeigen. Alter, Kreuzfahrträtsel, ohne Witz. Ja. Danke, JFK. Also Zeitung ist fast... So, einfach mal, ich werfe euch einfach mal ab hier. Fuck, welche Zeitung das ist. Mal gucken, ob ich gleich treffe. Ups. Hallo. Oha, JF Kürfügel. Ein kleines. Okay, wir zeigen erstmal das erste Modell, und das ist Lego Architecture. Das ist das Burj Khalifa. Alter, das ist krass. Das ist dieser fette Tower in Dubai, ja, weißt du? Ich so, weiß, das höchste Gebäude der Welt. Ja, genau. Das packen wir mal ganz kurz hier hin. Ja. Alter, lange. Und das zweite Modell, wir sehen es gerade schon.
holen wir jetzt mal raus. Das passt zu dem hier. Dö. Mega. Ein TIE Fighter, Alter. Vielen Dank. Mit ein bisschen beschädigtem Karton, aber wir haben auf jeden Fall wieder Karton. Guck mal, hier ist sogar... Nee, ich dachte schon, hier ist Dings dabei, der hier hinten auf dem Bild ist. Aber ist nicht dabei, aber trotzdem mega geil. Das ist auch schon der neue, also hier mit First Order und so. Ja. Auf jeden Fall fettes Dankeschön an dich, JFK. Das werden wir auf jeden Fall zusammenbauen und dann hier reinstellen. Also in einer der nächsten Folgen wird man das schon sehen können. Und das war's auch mit dieser Folge von Community. Schreibt auf jeden Fall Fragen in die Kommentare für die nächste Folge Community. Ich weiß noch nicht genau, wann das sein wird. Nee, aber Leute, jetzt mal ohne Witz. Vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Community. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wie gesagt, dieses Motiv gibt es nur noch dieses Jahr, nur für ein paar Tage. Danach wird es das nie wieder geben. Punkt. Deswegen vielleicht mal reinschauen und gucken, weil das Motiv ist sehr, sehr geil. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Community, das dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommt. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.